Ach so. Hi! Also das ist ja mal echt ein Stecher hier. Was für ein Stecher. Jetzt geht's gleich los. So. Yeah! So, lieber Rahmenfüchs. Heute wieder mal Radio Kochlöffel am Start. Ja, wir haben Besuch von einer Firma. Ich habe nämlich gedacht, der Rasenfreak will es wissen und es ist unheimlich windig. Wir haben ein furchtbares kaltes Wetter. Es ist, ich gehe mal ein bisschen auf die Fläche hier, es ist der 1. Dezember 2021 natürlich noch. Und wir haben einen Sturm. Ich muss also immer so mich hier drehen, dass der Wind also hinten mein Haar nach vorne weht. Und wir haben hier einen Kollegen, der zieht gerade eine Profi-Bodenprobe. Ja, denn der Rasenfreak will es wissen. Ich habe mir gedacht, Mensch, also erst will ich mal wissen, was ist eigentlich wirklich mit meinem Boden los? Was ist wirklich mit meinem Rasen los? Und ich habe eine sehr, sehr interessante Firma gefunden. Die ist nur im Profibereich bis jetzt tätig für Golfplätze, für Sportplätze. Und die haben sich bereit erklärt, weil ich der Rasenfreak bin natürlich, haben sich bereit erklärt, mal hier auf unserer Fläche eine Analyse, eine Profianalyse zu machen. Also eine Profi-Bodenprobe zu ziehen. Und der Christian ist gerade schon unterwegs. Wir gucken mal, was er da macht. Und dann reden wir mal ein bisschen mit Christian über diese Analyse, warum die überhaupt gut ist und warum wir das alle brauchen. Nein, alle brauchen wir wahrscheinlich nicht. Aber warum die Profis eben sowas machen. Yeah. Hier, das ist hier das Poa Anua-Feld. Entscheidet schön, ne? Brutal, oder? Und hier ist meine Festuca-Wiese. Ah, guck mal hier. Guck mal, das ist doch nicht schlecht. Da kommt sie schon. Wenn die schön verreckt, dann gleich wieder vorhin kommen. Ist schon sehr, also hier ist Sand drauf, ne? In dem Bereich, oder? Überall Sand, ja. Was ist los mit meinem Boden? Was ist los? Ja, ist ja schon sehr humus ist, ne? Was heißt sehr humus? Ja, also das ist halt schon sehr, also wie gesagt, ich merke das auch, wenn ich sandig. Hier sehr rausziehe. Dass es halt im Sonden, also praktisch in den Stecken bleibt. Also das klebrig ist halt, ja, klebrig. Sehr klebrig, ja. Also okay. Man merkt schon, dass da wenig Sand halt drin ist, ne? Wenig Sand? Shit. Ich sag, das ist auch in der Bodenanalyse, wird es dann auch prozentual aufgesplittet. Also siehst du jetzt richtig, wie das hier reinklebt, ne? Das heißt, der Boden ist zu klebrig. Wie gesagt, die Analyse wird es zeigen, da haben wir dann praktisch den Anteil Schluff, Ton und Sand. Aha. Aufgeteilt oben. Da sehen wir dann genau, was von welchem Boden da ist. Also Christian erzählt gerade, dass wenn er die Bodenprobe zieht, er schon feststellt, wie klebrig eigentlich mein Mutterboden ist. Und das heißt, er ist im Grunde genommen nicht wirklich sandig. Das heißt, die Bodenprobe, dieser Zapfen, den er da rauszieht, der klebt an diesem Stecher. An diesem Stecher. An der Sonde. Das heißt Sonde, das Teil, sagt er gerade. Und das heißt, hier fehlt tatsächlich richtig, richtig Sand. Ich habe eben in den letzten Jahren nicht genug gesandet. Jetzt habe ich eigentlich den Sander. Und ich habe auch nicht genug aerifiziert, weil das eben so wahnsinnig aufwendig ist. Und wahrscheinlich rächt sich das jetzt. Ich bin sehr gespannt auf die Analyse. So, wir gucken mal weiter. Also ich denke, dass da auch viel Feinanteil drin ist in dem Boden. Viel Feinanteil. Halt so schmiert, ne? Mein Boden schmiert, sagt Christian. Er schmiert. Ganz was Neues. Er schmiert. Also das ist Schneeschimmel da, denke ich. Das ist Schneeschimmel. Hier ist schon schön Schneeschimmel. Toll. Und hier haben wir noch mehr. Guck mal, hier ist es schon richtig schlimm. Guck mal hier, das ist schon richtig, richtig böse hier. Hier. Alles tot. Wie weit soll man gehen? Das ist auch Schneeschimmel überall. Ja, aber alles noch gut. Alles noch gut, sagt er. Alles noch gut. Der Profi sagt, beim Rasenfreak ist alles noch gut. Ja, lieber Rasenfreak, so eine Profianalyse, die lohnt sich tatsächlich nur für die Sportstätten. Die wird dann nach England geschickt in ein Labor, weil nur in England sitzen die Profis. Und die haben da 40 Jahre Erfahrungen, sagte er, mit diesen Bodenanalysen. Da kann man auch anrufen, wenn man nicht genau weiß, was man mit dem Ergebnis anfangen soll. Ja, und
wenn das Ergebnis da ist, dann werden wir natürlich auch gemeinsam hier schauen, was hier los ist und was ich vor allen Dingen besser machen kann, um hier meinen Boden mal richtig auf ein Profiniveau zu bringen. Die Firma Grasshopper hat eine wahnsinnig große Palette an verschiedenen Düngern und Bodenhilfsstoffen und Pflanzenstärkungsmitteln zur Verfügung. Und das ist natürlich hochinteressant. Was ich immer so schwierig finde, ist zu entscheiden, was braucht mein Rasen wirklich? Was sollte ich auf den Rasen draufkippen, draufstreuen oder draufsprühen, damit der Boden gesund bleibt und noch gesünder wird, damit der Filz sich noch mehr abbaut und das Gras dichter wächst und schön grün ist? Das ist eben die entscheidende Frage. Und da wird mir die Firma Grasshopper helfen. Und ich bin unglaublich gespannt auf das Ergebnis. Christian, wie sieht's aus? Hast du schon dreckige Finger? Das ist halt jetzt hier der Schluff, ne? Also das, was ich gesagt habe, das ist so schmiert. Ne? Das ja. ist halt der Feinanteil im Boden halt. Also doch relativ Lehm. Es ist, ja, wie gesagt, jetzt ist halt der Schluff, der Feinanteil, wenn sich das hier in die Fingerporen so sieht. Ne? Das ja. sieht man halt, ich meine, wir sind jetzt auch nicht auf dem Golfgrün. Ne? Das ist kein Sand. Es ist kein Sand. Man sieht ja deutlich, dass halt viel Schluff sich analysieren in der Probe. Ja. Und deshalb tust du ja praktisch auch Sand anarbeiten. Dass Aber man da auch nicht genug. Bei weitem nicht genug. Ja, wie gesagt, da musst die nächsten Jahre dranbleiben und mehr Quarzsand einarbeiten. Ja, wie gesagt, also wie gesagt, ja. Nee, Christian sagte gerade, also er findet Folgendes hier auf meiner Fläche. Einmal der Schluff, also diese klebrigen Anteile im Boden sind sehr, sehr stark. Also wenig Sand, also nicht so sandig der Boden. Das heißt, ich muss tatsächlich hier viel, viel mehr Sand und vor allen Dingen Quarzsand einarbeiten. Halt auch in die unteren Schichten, was auch dass das praktisch das Profil durchmischt wird, weil viele wie tief muss ich denn sanden rein? Halt immer nur oben drauf. Ich meine, das habe ich schon, wenn ich oben drauf sande, dass halt die Oberfläche ja. firm wird oder halt eben wird, aber es geht auch darum, dass man den Sand ins Profil mit beimischt. Das heißt wirklich aerifizieren, oder? Ja. Also wie gesagt, sieben oder wie gesagt oberflächlich aufmachen, dass wenn ich jetzt ein Filzproblem hätte zum Beispiel, ja. Stacheln oder Spiken auf Filztiefe, dann Topdressen, leichtes Topdress, dass der Filz praktisch entmischt wird, also praktisch okay. mit dem Sand praktisch entmischt wird, dass da praktisch Luft zwischen ist, dass ja. praktisch auch dieser Abbau funktioniert. Ich meine, Luft ist halt das A und O einfach. Also wenn ich viel mechanische Bearbeitung mache, habe ich dadurch auch einen guten Abbau vom Filz. Okay. Weil halt also, diese mechanische ja. Arbeit es einfach fördert. Und warte mal. alles gut. Warte mal. Herhalten. Ja, ich muss das üben. Ne? Also, ja, genau. Sehr gut. Also das hat eben noch nicht so ganz geklappt. Ja. Ja, ich habe mal ein bisschen rüber gehalten. Vielleicht ich habe in die Mitte gehalten. Gehalten. Also vielleicht, ja, der Ton ist wahrscheinlich wieder furchtbar, lieber Rasenfreaks. Also, mechanische Arbeiten, hat Christian gesagt. Mechanische Arbeiten, also wirklich die oberen 10 cm, 7 bis 10 cm aufbrechen mit Spikes, mit Schlitzen, mit Aerifizieren. Mal 7 cm übertreiben wollen wir es nicht. Aber sieben. Dass man, also ich bin schon ein Fan davon, also gerade halt auch im Profibereich, am Golfplatz ist das so, berate ich meinen Kunden, wenn er sandmäßig was macht, macht es in Kombination mit einer mechanischen Maßnahme, okay. weil dann bringe ich auch den Sand ein, wo ich ihn hin will. Und wenn ich sage, das Profil ist relativ schluffig, wie gesagt, sehr viel Feinanteile, da muss ich einfach Sand einbringen, dass da praktisch auch die Poren offen bleiben. Okay. Und wie gesagt, zum Thema Quarzsand, dann manche sind Fans von gebrochenen Sand, weil sie meinen, dann habe ich eine bessere Schärfestigkeit. Aber diese Schärfestigkeit oder diese spitzen Körner können auch schädlich für die Wurzel sein, weil diese einfach die Wurzeln schneiden und ein Quarzsand ist kugelrund. Und wenn man sich das mal auf einer Grafik auch anschaut, dann sieht man auch, dass diese kugelrunden Körner mehr Luft, also praktisch mehr Poren offen lassen. Und so habe ich dann halt auch mehr Luft im Boden. Ist es denn so, dass der Quarzsand den pH-Wert runterzieht? Jein. Ich meine, man muss es halt auch so sein, man muss gucken, wo der herkommt, der Quarzsand. Ich meine, Quarzsand wird schon weitläufig ja, abgebaut. Ja. Und wie gesagt, wir haben normalerweise die Sande, die wir vertreiben oder die wir empfehlen. Dafür haben wir auch ein Datenblatt, wo dann auch draufsteht, was für ein pH-Wert der Sand hat. Ja. Also das ist
es heißt nicht, dass jeder das Quarzsand niedrigen pH-Wert hat. Es gibt auch pH-Werte, Quarzsande, die einen pH-Wert bei 6,5 hat, was ja eigentlich nahezu perfekt ist. Woran kann es denn bei mir liegen, dass der pH-Wert so furchtbar tief ist? Also ich habe das Gefühl, ich kriege den auch überhaupt nicht wirklich angehoben. Was hast du hier für einen pH-Wert? Also wir waren um die 5. Um die 5, ja, das ist schon gering. Ich meine, das ist halt dann der Boden. Ich meine, ich habe Regionen, gerade in Ostdeutschland, das sind pH-Werte von 4. Also das ist, weil einfach der Boden da so sauer ist. Ja. Also das ist, war das schon immer so tief? Oder? Ich habe es ja nie gemessen. Ich habe jetzt erst angefangen, mich um solche Sachen zu kümmern. Der war immer auch optimal. Jetzt ist er auf einmal tief. Dann hätten wir schon irgendwie einen Indiz zu irgendwelchen Düngern vielleicht auch, die da versauernd wirken. Ja. Aber da bräuchte man halt eine Historie, wo halt beschreibt, was gelaufen ist. Also wie gesagt, es kann halt einfach sein, dass der Boden den niedrigen pH-Wert hat. Ja. Ne, ich meine, da gibt es Produkte, da kann man natürlich arbeiten, dass der wieder steigt. Also ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel gekalkt jetzt in der zweiten Jahreshälfte. Und jetzt hat er sich ungefähr so, ich sag mal, um eins erhöht. Aber das ist also mühselig gefühlt. Das ist echt schwierig, den pH-Wert hier hochzuziehen. Das ist schwierig und man kann das auch nicht, man kalkt da einmal und dann ist das geschehen. Das ist halt auch wieder ein Prozess, so wie halt alles ein Prozess ist, das halt schon ein bisschen dauert, dass man da halt nachhaltig den pH-Wert anhebt. Ist auch mit Sand zum Beispiel möglich, mit Dolomit oder Kalksanden, die auch speziell praktisch dafür abgebaut werden. Okay. Und da haben wir auch schon Erfahrungen gemacht, das auch im Golfbereich mit einzuarbeiten, weil das halt einfach ein Gestein ist, das nachhaltig wirkt. Wenn ich jetzt halt nur kalke, dann ist es mal für einen Moment. Ist schnell wieder weg. Der pH-Wert da, aber ist auch schnell wieder ausgewaschen. Und der Sand ist ja ein Gestein, der sich nachhaltig im Boden etabliert. Und die Fachleute, von denen wir da auch Beratung bekommen bezüglich Dolomit und Quarzsand, die sagen halt einfach, wenn ich so eine Aktion gemacht habe, dann brauche ich mal die nächsten 2-3 Jahre nichts machen, weil das halt so nachhaltig wirkt. Und ich habe jetzt auch einen Kunden eben, wo das wirklich auch bestätigt wurde. Da haben wir 50 Tonnen Dolomitsand. 50 Tonnen auf einen Hektar Grünsalz praktisch eingearbeitet, auch wieder mechanisch aufgemacht, eingearbeitet und das wirkt wirklich super, hat sich auch in der Bodenprobe schon bemerkbar gemacht und das ist halt einfach eine nachhaltigere Geschichte. So, lieber Ralf Füchs, also ich habe mich eben entschieden, tatsächlich jetzt hier mal eine Profi-Bodenanalyse machen zu lassen von der Firma Grasshopper. Der Christian ist von der Firma Grasshopper hier ausgebildeter Greenkeeper. Mit richtig viel Erfahrung, berät hier diverse Golfplätze und Sportplätze zum Thema Düngung, Nährstoffe, Bodenverbesserung, was nicht alles. Und das wird mich viel Geld kosten, Christian. Das ist auch, du sagst, das ist super, mal sowas zu machen. Das ist eben viel, viel mehr als die normale, ganz einfache Analyse von der, wie heißen die, Lufa? Genau, die Lufa-Analyse. Da ist sehr viel mehr drin. Und Christian, was ist da eigentlich überhaupt drin? Was macht ihr jetzt mit dieser Bodenanalyse? Also wie gesagt, ja, Bodenprobe. Ich habe das jetzt hier, genau, die Bodenprobe. Das Material habe ich jetzt hier eingefüllt. Oder da stechen wir jetzt später vorne im Bereich noch ein bisschen was raus, dass wir so circa ein Kilo Material zusammen haben, weil die brauchen im Labor so 500, 600 Gramm trockenes Material, um die Analyse zu machen. Und dann wird es praktisch im Detail im Labor auf die ganzen Inhaltsstoffe analysiert. Ja. Also sprich, ich habe halt den pH-Wert, dann habe ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Verhältnis Schluff, Ton, Sandanteil, was halt sehr interessant ist. Also wie gesagt, Sandgrün oder jetzt so ein Aufbau, das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied, aber wir wollen ja wissen, was bei dir Sache ist. Ich denke mal, da ist schon relativ viel Schluff mit drin. Und dann haben wir Phosphor-Kali zum Beispiel da angezeigt, was halt tatsächlich noch verfügbar ist in dem Moment. Es wird normalerweise Phosphor-Kali ausgewaschen bis zum Frühjahr. Das ist auch so ein Indiz, das muss man dann im Frühjahr gleich nachliefern. Dann habe ich die Basensättigung, die Kationenaustauschkapazität, die mikrobiologische Aktivität, die denke ich auch relativ gut hier ist. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Wie gesagt, dann habe ich die Spurennährstoffe. Also wie gesagt, da geht es dann wirklich ins kleinste Detail. Zink, Mangan, Molybdän, Kupfer. Was ist noch drin? Die Leitfähigkeit zum Beispiel wird auch noch berechnet. Die kann man auch mit verschiedenen Messgeräten praktisch noch mal unter dem Jahr analysieren. Was auch ein wichtiger Punkt ist, weil du gerade gesagt hast mit Kalk, da wird auch das Kalzium-Magnesium-Verhältnis sehr gut dargestellt, weil das ist auch, also in meiner Erfahrung, dass viele
gerade auch Golfplätze einen Magnesiumüberschuss haben, ja, und das Kalk ist immer im Defizit. Ja. Und Kalk ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, weil das ist ja mit dieser ganzen Austauscher-Kationen-Anionen-Anlagerung an die Bodenkolloiden. Also wie gesagt, wenn ich viel Magnesium dünge zum Beispiel, muss ich auch Calcium nachliefern, dass das sich wieder die Range hält, dass das ausgeglichen ist. Weil wenn ich von dem einen zu viel habe, ist dann vom anderen wieder zu wenig, okay, angelagert da. Also das ist auch so ein Indiz, was die Probe relativ, also wirklich gut darstellt. Dann habe ich drin Nitrat, Stickstoff, was jetzt tatsächlich noch an Nitrat im Boden ist. Ja. Oder halt auch, was jetzt zum Beispiel jetzt nicht bei dir in dem Bereich mit Filz hast, jetzt nicht so die Probleme. Das ist dann mehr auf die Golfgrüns, dass ich halt auch diese organischen Stoffe im Griff habe, dass ich da wirklich sehe, wie verhält sich das. Und dass ich dann halt weiß, welche Produkte oder welche Mittel ich jetzt einsetzen muss, um das dann wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wie oft sollte man das machen? Wie oft zieht ihr so eine Bodenprobe jetzt für die Golfplätze? Also wir ziehen normalerweise einmal im Jahr. Es gibt Kunden, wir haben Kunden dabei, die wollen auch zwei Analysen, ja, haben, weil sie halt dann irgendwie noch in der Saison mal eine Probe wollen. Ja. Aber in der Regel, also ich von meiner Seite, meine Kunden, wir ziehen das eigentlich alles so Mitte Oktober bis Anfang Dezember. Oder manche wollen auch eher explizit im Frühjahr die gezogen haben, dann ziehen wir sie im Frühjahr. Also ich bin halt ein Fan davon, einfach die im Herbst zu ziehen, weil man dann halt auch über den Winter dann einen guten Plan machen kann, weil wir auch Pläne erstellen dann für die Kunden. Oh, das ist natürlich interessant. Und wenn ich das in dem Februar ziehe, dann dauert es vielleicht vier Wochen, bis die Probe da ist. Und dann, wer weiß, manche, es gab schon Jahre, da ging es Ende März schon los. Ne, letztes Jahr hat man ein bisschen einen Spätstart, aber das ist halt einfach so, wo man sagen kann, das nimmt sich nicht viel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Okay. Ob wir die jetzt im Herbst oder im Frühjahr ziehen. Ne? Okay, sehr, sehr spannend. Ja, Christian, vielen Dank, dass du also extra wegen dieser Bodenprobe hier zu uns gekommen bist. Total cool. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Das werden wir natürlich berichten, lieber Rasenflug. Das werden wir natürlich genau berichten, wie dann hier meine Analyse aussieht und was ich tun muss. Also eine Sache haben wir schon gelernt. Es ist hier immer noch viel zu wenig Sand im Boden drin. Also es ist unfassbar. Und das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und alles andere werden wir sehen. Also Christian, super, danke. Cool, dass du da warst. Danke. Und dann sehen wir uns vielleicht nochmal. Ja, cool. So, lieber Rasenflug. Ja, das war es soweit hier mit dem kleinen Video zum Thema Profi-Bodenanalyse. Der Rasenflug will es wissen. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Jetzt. Total typisch hier so ein Schneeschimmelfeld. Außen ganz dunkel, in der Mitte schon wieder heller. Und ganz in der Mitte kommen schon die neuen Gräser wieder raus. So entwickelt sich ein Schneeschimmel. Aber er sagte, es ist nicht so schlimm. Also der Boden ist so klebrig, dass er das kaum abgezogen kriegt von der Sonde. Ne, man sieht schon, dass das ja jetzt, ne, also gerade hier der Bereich, das ist halt, wie du jetzt gesagt hast, dass da viel Torf mit eigentlich. Mein Torf ist jetzt auch zum Beispiel in manchen Rasentragschichten wird auch Torf ganz wenig mit eingearbeitet, um da halt einfach ein bisschen Organik auch in den Sand reinzukriegen. Ne? Ja. Aber dass das jetzt halt, wenn das blanker Torf ist, da fühlt sich natürlich auch der Regenwurm anscheinend wohl. Ne? Der Regenwurm liebt mein Torf. Ja, hier haben wir nämlich, lieber Rasenflug, wir haben ja hier diesen Wall hier. Unten ist das der Original Mutterboden vom Feld. Und hier um das Haus herum haben wir angeschüttet. Und da hat der Garten- und Landschaftsbauer hat hier einen sehr, sehr torfhaltigen Mutterboden gewählt. Da hatten wir noch keine Ahnung von Rasen. Und deswegen ist tatsächlich gerade auch hier vor der Terrasse und hier vor der Eiche eine unglaubliche Wurmaktivität. Aha, wir lernen täglich dazu. Und das liegt eben anscheinend doch wirklich an dem hohen Torfanteil. Und er ist relativ weich, ja. Der Torf ist halt einfach. Ja, genau, der ist weich. So moorig halt, ne? Also sehr perfekt gut. Für einen perfekten Rasen. Nix für Rasen. Nix. Rasen ist hier eigentlich gar nicht. Ich denke, das sollte reichen.